Dann machen wir die nochmal voll. Zack. Und dann machen wir das nochmal. Zack. Normalerweise sollte das ja auch so gehen. Ich wüsste halt sonst nicht, woran das liegt. Ich wüsste nicht, woran das sonst liegen kann. Ups. Zack. Ich muss mal kurz was gucken. Man, dass das nicht wirklich das Problem ist. Zack. Normalerweise, wie gesagt, vorher ging das ja und aus irgendeinem Grund hatte der jedes Mal Probleme gemacht. Ja, ich bin immer noch online. Warum nicht? Das sind doch gerade mal 5,5 Stunden fast. Warum nicht, Flash? Zack, zack, so, weil man es nicht von dir gewohnt ist. Naja, und so lange ist das halt auch noch nicht her, dass Dark weggegangen ist. Gerade mal eine halbe Stunde ungefähr. Ja, ungefähr eine halbe Stunde. Vorher war er ja auch die ganze Zeit da. Ja, ja. Zack. So. Ach ja, schauen wir mal, ob das gleich funktioniert, ey. Ups. Ups, ups, ups. Und sonst muss ich halt gucken, dass ich das doch mit Schildern irgendwie mache oder so, keine Ahnung. Genau, da gingen auch Zäune eigentlich, ne? Da fallen sie ja auch durch. Muss ja gucken, dass nur Wasser nicht in der Mitte ist. Ups. Naja. Irgendwie klappt das schon noch. Irgendwie klappt das. So. Und außerdem habe ich halt auch gerade wieder, wo du meintest, weil man das nicht gewohnt ist. Irgendwie habe ich auch gerade auch wieder voll Bock. Ich weiß auch nicht warum. Wieder diese Phase, wo ich so richtig Bock habe da drauf. Tja, ja. So, zack. Okay, das haben wir. Soll jetzt der Rest sein? Hey Fabi, warum denn zu Flash Suchti? So.
Ja gut, er ist halt auch einer, da hast du auch schon recht. Mich wundert nur, dass du es hier gerade reinschreibst. Also bei den knapp 450 Stunden Zollmaske glaube ich das sogar, dass du. Naja, aber ich kenne dich auch nicht anders. Du bist ja so oder so ein Suchti. Das ist ja nichts Neues bei dir. Oder Fabi? Das ist so normal bei ihm. Egal was. Er ist halt ein Dauersuchti. Was? Ja. So. Okay, jetzt geht das wieder. Dann machen wir das Ding mal oben wieder an. Mich würde es halt nicht wundern, was das, wenn das Spiel da passieren würde. Zack. Und ab nach oben. Oh ja, auf jeden Fall gleich nochmal Wasser verstohlen, ey. Bevor ich aufgehe. Bei 5,5 Stunden ist, glaube ich, auch langsamer Zeit. Du. Und da fallen sie runter. Okay. Okay, das läuft noch. Die Spinne versucht zu mir hinzukommen. Machst du nicht. Du kannst da bleiben, wo der Pfeffer wegspinne. Ups, ich wollte hier runter. Ui. Jetzt ist es wie wenn so ein Zombie oder so, der Musik spielt. Weißt du, warum das nicht immer geht? Weil die Blöcke theoretisch immer neu aktualisieren. Ja, das kann auch sein. Das kann sogar wirklich so sein. Obwohl man ja in der Regel. Naja, gut, es liegt auch an den Ecken wahrscheinlich, ne? Weil, wie du schon meinst, da die halt keine 8 weit ist und das Wasser so weit fließt. Ja, passiert. Naja. Wenn es halt wieder passiert, dann gucke ich, ob das mit den Zäunen nochmal. Normalerweise geht das mit den Zäunen ja auch, dass man es damit ändern kann. Dass zumindest das Wasser nicht rübergeht, aber beziehungsweise Gatter, dass die trotzdem die Monster durchgehen. Das habe ich auch schon irgendwo gesehen, dass das funktionieren soll. Aber das Problem ist halt nur, wenn sie da oben rumschwimmen. Die Spinnen, die die ganze Zeit da oben bleiben gerade. Naja. Naja. Tschüss. Das Skelett, ey. Kann ich durchs Wasser eigentlich schießen? Ah, jetzt ist die Spinne runter. Jo, ging. Und weg war er. Vor allem Frackenprofi. Ah, ja. Okay, ich glaube, die Spinne war tot. Wie sieht's aus? Ja, das Ding ist halt immer noch so voll, ne? Ich wollte ja eh noch was anderes machen einmal. Hätte ich auch schon mit denen hier machen können. Das hätte ich auch schon mit denen hier einmal machen können. Zack. Es ist halt trotzdem nicht viel mehr, ne? Und Platz. Was kostet das nochmal?
Ah ne, das war das hier. Genau, dafür brauchen wir Eisen. Dann würde ich das nochmal ein bisschen erweitern. Kupfer sollten wir fertig haben. Genau. Eisen haben wir eigentlich auch noch. Ich muss auch mich noch fertig bauen. Zwei davon brauche ich. Also jetzt habe ich die Dinger nicht mehr. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Das sollte eigentlich jetzt alles reichen. Eins, zwei. Machen wir davon einmal. Dann eins, zwei, drei. Und drei goldene. Wir sollten eigentlich genug Gold haben. Eins, zwei. Sagte der und hatte zu wenig Gold. Naja. Dann muss ich das hier nochmal schmelzen. Okay. Oh, geht aber schnell in der Regel. Machen wir das immer so. So. Brauchen wir nur 8 Stück. Dauert halt trotzdem ein bisschen, ne? Obwohl, es geht eigentlich. Dann warten wir einen Moment, bis das fertig ist. Und dann können wir die auch nochmal setzen. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen mehr Platz. Ja, irgendwann können wir das auch obwohl mit dem System verbinden. Muss mal gucken, wie man das dann da noch macht. Dass zumindest alles im Lager ist. Naja. So. Dann machen wir das noch einmal fertig. So. Dann lieber nochmal zu Kupfer, dann zu Eisen und dann zu Gold. Dann sollte das von der Größe eigentlich passen. Zack, zack. Ja, das reicht erstmal vom Platz her. Erstmal. Bis wieder alles kreuz und quer voll ist. So. Ups. Hatte ich noch von. Gut, von denen habe ich noch was. Da ist ein Zombie runtergefallen. Zombie! Da ist noch ein Zombie runtergefallen. Warte mal, eigentlich könnte ich ja wirklich die hier wegmachen, ne? Jupp, das reicht. Okay. Dann kommen sie wenigstens nah genug ran und man kann sie so töten. Vor allem ein. Was war das? Haben die mich gesehen oder was? Oh Mann. Zack. Ich kann eigentlich auch so machen. Ich nehme mal den Bogen. Und schieß mal alle auf einmal weg. Ich liebe diese Angriffskraft. Ich weiß gar nicht, kann man da Teppich drunter machen, dass XP drauf bleiben? Hey Monkey, die Halbstufe unten weg und an die obere eine Falltür dran. Kann man halt auch machen, ne? Das kann man auch machen. Ich will zumindest auch die XP bekommen. Natürlich habe ich die Falltüren ins da reingemacht. Ja, deswegen habe ich die auch davor gemacht, weil ich keinen Bock auf diese kleinen Zombies habe.
Jetzt habe ich die Steine da reingepackt, ey. Haben wir denn Falltüren noch? Ja. 196 Stück. Was ist das draußen schon wieder? Ja. Was zur Hölle wird da draußen getrieben gerade? Irgendwas viel zu laut. Warum ist das eigentlich so hoch? Ach. Oh. Okay, da habe ich was falsch gemacht. Ups. Da hatte ich was falsch gemacht. Ich habe doch von den Blöcken noch welche. Da. Zack, zack. Und zack. Krieg ich die so eigentlich ran, ne? Nö. Ne. Ah, da kam die XP eben an. So. Das Problem ist gerade die Spinne, die da oben ist, ne? Hallo, Spinni. Jetzt geht die Spinne erst mal wieder hoch. Jo. Naja, so sieht man. Die Spinnen sind relativ. Ja, dafür kann ich mich ja unterducken. Das ist ja nicht das Problem. Da kann ich mich ja drunter ducken und dann zuhauen. Deswegen passt schon. Die Spinne, ey. Stirb. Tja. Konnte man da eigentlich nicht Teppich drauf machen, dass die XP da drauf bleiben und nach vorne kullern? Die Spinnen macht man normalerweise weg, weil die immer nach oben klettern. Ach komm, das ist egal. Das ist egal. Vor allem, weil hier droppen die Spinnen nämlich auch. Erze. Zum Beispiel Redstone. Hallo? Hallo? Müsste man gucken, ne? Weil die halt immer in die Trichter reinfallen, das ist nämlich das Problem. Okay, so macht man das. Wolle sollten wir genug haben. Ich probiere es einfach aus. Weil Items fallen ja durch Teppich durch, das weiß ich. Noch habe ich genug Videos gesehen. Habe ich so wenig? Kann ich halt auch machen, das ist ja nicht das Problem. Ich kann ja auch nach oben gehen und dann die da von oben wegschießen. Man kann es so oder so machen, das ist ja generell. Mann, nicht so. Nee. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat jetzt. Vor allem die... Man hat ja gesehen, die Spinne ist ja so oder so wieder runtergefallen. Ja, wie gesagt, die XP ist ja hierfür. Für den Baum. Damit levelt es das ja auch. Oh. Die schieße ich mal lieber weg. Tschüss. Und da fällt halt in den Trichter rein. Hey Spinni. Oder du lockst sie so an, dann springen sie mal runter und dann killst du sie. Ach ja, da ganz hinten war ja auch, ne? So. Okay. Fehlen noch 6 Stück, na toll. Na toll, na toll. Zum Glück kann ich schnell sprinten, und das ist nicht das Problem. Machen wir mal so. Bewegung tut gut. Naja, ist jetzt ja auch keine Zeit rum. Obwohl, ich stand auch eine ganze Weile beim Zocken, also... Ich glaube, nach 4 Stunden oder so hatte ich aufgehört, ne? Zack.
Junge, was hier jetzt alles an Mund runterfällt, ey. Das Schwert ist scheiße. Naja. Normalerweise kann ich auch immer so machen. Ups, nicht das. Tschüss. Zack. Deswegen habe ich mir auch einen hochfahrbaren Schreibtisch geholt, ne? Beziehungsweise nur das Gerüst und dann ist eine Küchenarbeitsplatte drauf. So. Wie sieht das mit den Items eigentlich aus? Joa. Hier, Redstone-Erz und das kommt von der Spinne. Schilder sind drin, hier ist alles mögliche drin, weil durchs kaputt gehen und so ständig. Spider? Ach, da ist Spider. Mach ich mal so. Tschüss. Ich muss kurz gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie groß meiner war. Habe ich vergessen. Ups, das war die Flasche. Ich habe 1,40 mal 80. So, gut. Dann, das läuft schon mal. Dann wollte ich noch, dass man nach ganz oben kommt. Ja. Hier wollte ich gucken, ob ich... In der Regel wollte ich gucken, dass ich hier noch so eine Umrandung mache, dass es zumindest dunkel für die ist. Und dass mit den Spawnen nochmal ein bisschen besser läuft. Aber jetzt nicht mehr. Ich werde es mal nochmal machen, dass man weiter hochkommt. Und schauen, dass vielleicht nicht mehr so viele Steine oben fehlen, dass man da auch nochmal zubauen kann. Hm. Ich muss zum Nudelwasser. Mach das. So. Dann gucken wir mal. Eigentlich wollte ich bis 8 machen, ne? Und jetzt haben wir jetzt einfach 8:30. Was zur Hölle? Ah, die Zeit vergeht aber auch wie im Flug. Boah. Fast drunter gefallen. Ob die Steine reichen? Das ist halt auch so die Frage, ne? Ups. Wieso kriege ich das eigentlich jedes Mal hin? Naja. Naja, naja. Wenn man so überlegt, fast 6 Stunden. Also wir haben 5,5. Dadurch, dass eine Viertelstunde weg ist. Durch den Start. Haben wir schon so ein paar Folgen mehr für YouTube? Junge, ey. Also, auf jeden Fall habe ich genug Minecraft-Folgen jetzt. Erstmal für eine Weile. Für eine Weile, für eine Weile. Normalerweise könnte ich ja auch diese Ränder hier machen und dann hier dran hochbauen. Dass es zu ist. Naja. Okay, die Steine reichen auf jeden Fall nicht. Warum habe ich mir das eigentlich schon gedacht? Wir müssen mehr brennen. Wir müssen mehr brennen. Ui. Klatsch. Oh, ich liebe das. Ich liebe das einfach. Von so hoch runter zu springen. Und einfach keinen Fallschaden zu nehmen. Ja, Redstone Brot, danke. In der Regel würde ich das hier einfach nochmal umbauen kurz. Weil ich brauche halt Stein. Blub. Blub.
Oh, und da ist meine Axt. Erstmal gesucht. Erstmal gesucht. Würde ich das hier. Ich vergesse immer, wenn man Shift drückt, dass man halt nicht ranbaut. So. Da ist die Schaufel. Dann machen wir das einmal so. Machen wir hier den Ofen noch. Zack. Trichter. Rein damit. Sagte der. Das ganze Glas geht da rein. Nicht so schlau. Gar nicht so schlau. Oh ja, jetzt komme ich hier nicht hoch. Nice. So, jetzt aber. Was ist das denn hier für ein Loch? Ich werde bestimmt wieder von da kommen. Ich räume erstmal meine Mitte auf. So. Zack, rein damit. Das Gold kann da rein. Ich packe erstmal die Erde weg. Das packe ich weg. Glas, Sand. Erstmal die Kohle da rein. Kann man machen. Das da rein. Einmal behalte ich. Die kann ich erstmal da wegpacken. So. Dann machen wir das einmal so. Ach, das Problem ist, wir brauchen noch eine Kiste, ne? Noch eine Kiste. Wann war das? Habe ich eigentlich hier? Dann, zack. Ah ja, stimmt ja. Kein Platz mehr. Mal rein mit dem Stein. Dann wird es gleich gebraten. Und da ich nochmal glatten Stein brauche, dann wird er hier gleich nochmal gemacht. Und dann. Zack, zack. Mal rein damit. Kiste darauf. Ich muss da eben einen Block wegmachen, sonst lässt sie sich ja nicht öffnen. Ich übersehe jedes Mal meine Axt, obwohl die jedes Mal an der gleichen Stelle hängt. Haben wir denn noch Kohle? Ah, guck mal, die Steine haben wir auch noch. Kohle. 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 Keine Kohle, keine Kohle, keine Kohle. Hab ich hier nicht auch was reingepackt? Ne, da habe ich Steine reingepackt. Okay. Rein damit. Dann gucken wir nochmal, ob wir Kohle haben. Sollten wir in der Regel eigentlich. Sonst kann ich gleich nochmal Holzkohle brennen lassen. Aber hier haben wir noch was. So. Wie viele Sticks haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5. Wenn ich das so machen, zack, zack. Dann 1, 2, 3. Der da rein. Und 1, 2, 3. Und die da rein. Sehr gut. Ach ja. Wir brauchen ja noch eine Chest. Wow. Okay, dann brauche ich noch eine Chest. Mache ich mal eine Doppelchest draus einfach. Das ist halt auch erstmal alles provisorisch gebaut. Haben wir denn noch Ton gehabt? Jupp, eine. Ich brauche noch eine. Zack. Zack. Und dann kriegen wir gleich den glatten Stein, den wir brauchen. Hätte ich eigentlich viel früher schon machen können.